Mitgenommen, jawohl. Turn on. Okay. Komm, weiter geht's. Oh, neben mir. Oh mein Gott. Das war so gut. Yo, Leute, Brot ist wieder am Start und heute werde ich mit meinem Scuf, den ich hier an meinem PC angeschlossen habe, auf dem PC, auf meinem PC hier spielen. Also wie gesagt, Scuf auf PC. Macht es bitte nicht nach. Ich mache es wirklich nur für dieses Video, um es einmal für euch zu machen, weil sich das auch viele gewünscht hatten letztes Mal schon. Und heute ist es soweit. Kurze Werbung an der Stelle für meinen Shop. Also der Hoodie kommt heute raus um 18 Uhr. Plus, passt auf. Ich habe hier dann einmal diese Biker-Jogginghose noch am Start. Hier auch mit dem chillig draufgestickt in weiß, mit diesem Biker-Logo und unten ein bisschen enger geschnitten. Also wer ein bisschen stärkere Beine hat, für den sind die anderen Jogginghosen, glaube ich, besser. Aber die ist halt so ein bisschen so für draußen tragen und so auch geiler. Und Leute, jetzt hier auch mein absolutes Lieblingsstück, diese Windbreaker-Jacke. Ne? Die hat jetzt noch das alte Logo drauf, deswegen zeige ich mal die Stelle nicht. Da kommt auch das Classic-Logo drauf, wie das hier. Aber halt, wie gesagt, hier einfach so... So ein bisschen dreckig schon vom Perukaville Festival und sowas, aber das ist halt wirklich eine geile Windbreaker-Jacke, die ich auch jetzt im Moment immer draußen anhabe und sowas. Einfach für die herbstliche Jahreszeit einfach nice. Und wie gesagt, Hoodies kommen ab jetzt auch wieder. Und es gibt natürlich auch wieder Autogrammkarten dazu. Und das Ganze ist auch erstmal unlimitiert. Wir gucken mal, wie viele Stück wir von allen Sachen da haben. Die Hoodies sind auf jeden Fall unbegrenzt. Also die Hoodies sind alle in guten Stückzahlen vorhanden. Jacke und Jogger müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen schneller sein. Aber sonst ist eigentlich alles so wie beim Alten. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Checkt auf jeden Fall gerne 18 Uhr den Shop ab. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Und das Ding ist, ich habe auch gerade ein bisschen weniger Zeit. Ich bin jetzt kurz davor, einfach loszufahren. Und deswegen versuche ich wirklich jetzt hier eine Runde euch so relativ uncut zu zeigen. Okay, so. Erstmal hier ins Aiming klarkommen. So, so sollte die Empfindlichkeit besser sein. Ich habe gerade... oh Gott, das ist alles irgendwie ganz anders als auf PS4. Es fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen komischer an, aber erster Kill ist da. Oh Gott, ich habe das Gefühl, man hat so auf jeden Fall so schneller das Empfinden, so, also keine Ahnung, wenn man sich umdreht, es wird irgendwann dann schneller, guckt, so dieses, fühlt sich übel weird an. Aber Leute, ihr kennt mich, ich gehe lieber einfach direkt rein in die Gegner und, so, jetzt go, vorsichtig, hier den hole ich mir aber, nein, ich könnte das ist, warum? Oh, Alter, Mann, ich muss hier mich echt anstrengen, weil die Leute haben halt... Die haben halt alle Maus und Tastatur gerade, bis auf ein paar, die halt mit Controller spielen, die... Ich hasse eigentlich Leute, die das machen, deswegen werde ich es auch nur für ein Video machen, um euch das mal zu zeigen, wie das so ist. Aber danach werde ich es auch nie wieder anfassen, weil ich es einfach abgrundtief hasse. So, und die Runde sollte jetzt hier auch gleich vorbei sein, damit wir mal eine Runde von vorne starten können. Aber ich gebe auf jeden Fall hier alles, mich kurz einzuspielen. Oh, hier unten drin, boah, wenn ich das... Wenn ich den kriege, ne? Ich habe auch die Manowar genommen. Oh, da ist mein Teammate gestorben. Das heißt... Oh, nice. Digga, mein Aim geht ja sogar. Auch wenn ich hier was Movement... Oh, nein! Was Movement angeht, bin ich halt leider auf Scuf und so nicht so unterwegs auf PS4. Ich spiele halt auch wenig PS4, das habe ich euch ja schon öfter gesagt. Und ja, verzeiht mir das einfach so an der Stelle, dass ich... Also ich will da auf jeden Fall besser werden, aber... Warte, kann ich den rippen? Oh, warte, den ripp ich. Oh mein Gott, Alter, die Gegner, ne? So, hier, da mal ein bisschen rumpirschen. Oh, der sprintet mit Overdrive hier across the map. Da kann ich leider nichts machen. Da ist er. Ah, er geht... Oh! Auf die andere Seite der Map. Ah ja, hier sind so viele Gegner. Ich muss einmal kurz ein bisschen in Deckung gehen. Und jetzt den da... Oh, habt ihr das gesehen? Bestes Aim aller Zeit. Oh mein Gott, den Reiniger sogar noch geholt. Lololol. Okay, also das... Ey, wir gewinnen das jetzt. Komm. Wenigstens die Runde schon mal gewinnen. Ich brauche ja auch noch ein paar Siege. Ich habe auf jeden Fall verdölmert, den... Die eine Siege... Ah, da letztens zu aktivieren, dieses Riesending. Oh, hätte ich dem noch Turnaround gegeben, ne? Aber ich werde das jetzt auch einfach euch zeigen, dass ich hier wirklich auch nicht der Beste bin mit Controller. Ich will jetzt einfach hier das Ding gewinnen und danach eine ganze Runde richtig eskalieren. Komm, dann mache ich auch die Streaks dann, alles easy. Oh, oh, jawoll! Obwohl er mich noch fast holt, aber den kriege ich auch noch, der da kommt. Komm, jawoll, wir haben gewonnen. 10 zu 7 als Einspielrunde ist okay. Dann machen wir nochmal eine ganze Runde und dann ganz gechillt auch auf Streaks spielen irgendwie. Und ja, kriegen wir hin. Also wenn man sich so die Lobby anguckt, müsste ich eigentlich absolut eskalieren. 3, 2, 1. So richtig oldschool jetzt, Alter. Ich fühle mich gerade wie in den guten alten Zeiten, so 2014 und so. Boah, aber Metro ist halt schon eine Map, die mag ich jetzt eher weniger. Boah, guck mal, wie ich... Oh, Sniper, da muss ich abhauen. Warte mal. Ja. Oh, ich krieg ihn sogar, aber ich hau mal lieber wieder nach hinten ab, weil ich habe ein bisschen... Nein. Guck, da komme ich halt ursprünglich wahrscheinlich, oder komme ich komischerweise auf die Scuff-Taste. Ich pack mal die VMP noch ein. So, ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sich befinden, Mann. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich mich anstrenge, kann ich sogar hier auch ordentlich was reißen, so mit Scuff. Ich habe da wirklich gerade das vollste Vertrauen, dass ich hier ganz gut sein kann, wenn ich denn mal... Aim haben würde. Mann, hier die Gegner wegrotzen. Alter, wie er da hinten schimmelt. Gönnt euch das. Alter. Und ich kriege ihn sogar übel gut. Wo wurde ich jetzt gehittet? Oh mein Gott, Alter. Er hat so kassiert. Was?
Da sieht man halt, dass die Lobby gerade echt gut zu sein scheint, so größtenteils. Aber, nein, 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 nein. Yo, meiner, geil. Ich lade auch nach jedem Kill jetzt nach. Warum? Wow, 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 mein Aim, ne? Wo ist der? Ach, ich glaube, der Teammate hat ihn geholt. Okay, hier links müsste was kommen. Kommen die nicht? Oder da hinten? Ich habe keine Ahnung, wo die... Oh, da. Hey, warum spielt der Geist oder was er spielt, ne? Mag ich gar nicht. Okay, hier kommt... Habe ich die Form... Ich habe die VMP ja nicht mehr, verdammt. Oh! Ihr seht, mein Aim ist sehr shaky, shaky, aber... Drohne raus. Was macht der da hinten? Guckt euch das mal an auf der Map. Der schwimmt da irgendwo rum, wenn er mich jetzt holt, ne? Es wurde ein Fehler gemacht. Er ist ertrunken. Was macht der denn da hinten, Mann? Aber ich würde jetzt schon gerne hier ein bisschen auf die Streaks schwitzen, ne? Aber... Mein Scuff, ey, Alter, ich... Oh, hier rechts irgendwo kommt was. Mitgenommen, jawohl. Turn on. Okay, komm, weiter geht's. Oh, neben mir. Oh, mein Gott. Das war so gut. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Alle Streaks. Perfekt. So, erstmal einsetzen. Oh, okay, in den Spawn. Doch, hauen wir in den Spawn rein. Da haben wir einen Free-Kill. Jawohl. Und erstmal ein bisschen wieder weiter bewegen, gucken. Okay, Blitzschlag raus. In der Mitte kann man ja auch Blitzschlag hauen, glaube ich, ne? Und... Hierhin so. Auf wenigstens einen Blitzschlag-Kill. Da würde ich mich schon drüber freuen. Was? Keiner. Och, Mann. Aber, oh, hier drin? Wieso spawnen die jetzt hier? Ey, TDM-Spawns, ne? Auch auf Metro. So random alles. Zug kommt. Komm, ich will jetzt hier... Komm, ich bin jetzt... 10 zu 1 habe ich, Leute. 10 zu 1. 9 Gun-Kills davon gemacht. Oh, ich will nicht sterben, ne? Wo soll ich langlaufen? Ich weiß es nicht. Ich will nicht den Gegner in die Arme rennen. Vorsichtig jetzt hier einmal kurz... Gucken, ob hier was ist. Nee. Alter, die... Ich traue mich halt nicht... Lol, das ist hier offen. Das geht ja wieder zu und ich könnte davon erquetscht werden. Aber das weiß ich natürlich. Deswegen lasse ich mich nicht hier... Hier kommt was. Ja, 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 ja. Oh, die Gegner, ne? Also... Oh, gut, dass ich wusste, dass ich Ripper habe. Also würde das nicht so angezeigt werden, dann hätte ich gar keinen Plan gehabt. Ich will jetzt hier eigentlich noch kurz einen Kill machen, oder? Ach, komm, hauen wir ab. Nicht sterben von hinten. Alter, Mann, die Leute, ne? Die checken halt, keine Ahnung, die checken wenig, aber ich habe trotzdem Schiss vor denen. Weil die könnten halt, also wenn ich einmal veraime, bin ich down. Und ich will halt schon hier weiter tryharden, so. Oh, was sniped da auf mich? Ich habe so keine Orientierung gerade. Ist auch die erste Runde halt heute für mich, nach der kurzen Einspielrunde gerade. Nein, Shotgun! Schwarzi 66, was bist du für einer? Okay, den hole ich mir jetzt. Da mache ich jetzt die Rache. Jeder kann laufen und fit sein. Oh, oh, oh. Geben Sie alles. Ja, ich sollte echt mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Da oben schimmelt. Er schimmelt da einfach wieder. Oh, hätte ich mal den Kill gekriegt. Aber schnelles Magazin auf Manowar ist nice. Hier den mitgenommen. Da hinten war noch einer. Aber rechts bestimmt auch. Nee. Wo ist der? Er sniped mich im... Oh, Leute, ne? Aber wie gesagt, ich möchte wirklich einmal wieder eine Runde haben. Wirklich vor allem, weil ich euch auch jetzt das... 100% zeigen möchte, wie ich denn so oft die Schnelle mit Scuff spielen kann. Und wie gesagt, ich habe halt auch wenig Zeit gerade. Sonst würde ich, glaube ich, auch länger das versuchen. Aber manchmal muss es auch einfach sein, dass hier, dass man sich hier, lass mich doch hier weg. Wo ist der hin? Überall, lalalalalala, und weg. Ey, ich krieg den Kill nicht mal. Und wieder holt mich Schwarzi. Okay, gegen den habe ich jetzt einen leichten Hass. Warte mal. Den nehmen wir mit. Was war das denn? Schwarm hat ihn so zerfetzt. Sniper. Habe ich schon wieder einen Assist gekriegt. Und hinter mir ist Schwarzi wieder. Aber diesmal kriege ich ihn. Vor mir ist auch noch einer. Nein. Ist er oben? Hallo. Gegners. Oh, ja, Mann. Oh Gott, auch wenn ich zwischendurch richtig veraime so teilweise. Aber Aim an sich ist schon okay, finde ich. Kann man lassen. Der Typ, ne? Schwarzi. Oh ja, mein Kill. Wunderbar. Genau den wollte ich. So, jetzt kommt her. Gegner. Hallo. Ich bin's doch nur. Meine Güte, Mann. Aber wir gucken mal, wie krass wir das gewinnen, ey. Ich könnte eigentlich nochmal versuchen, die Streaks zu erspielen. Komm, ich so. Das war mir jetzt so egal, weil ich kurz vor Streaks bin und alles. Und auch wenn es Low Streaks sind, für mich ist das schon mega der Erfolg. Gerade mit dem Controller das hinzukriegen. Warte, da war doch gerade einer drin. Kommt der wieder? Komm. Oh, hinter mir. Da mitgenommen, auch wenn man eben. Schwarzi! Oh, Junge! Du bist einer, ne? Ich mag dich gar nicht. Noch weniger. Regenerier mal. Wer hat den Sturm? Und guck mal, was geht bei ihm? Er hat den Sturm. Nein, ich muss hier weg. Alter, ich kann nicht laufen. Ich bin so dumm. Das sieht man halt dann, dass ich das Movement gar nicht raus habe. Und gerade auch sehr angespannt spiele. Oh, ich habe wieder Ripper.
Oh, komm, hier, ich muss nochmal nachladen. Hier, den kriege ich jetzt. Jawohl, da sind die Streaks. So, nochmal rausgehauen. Alles egal jetzt gerade. Oh, der will mich holen. Egal, ich hole. Oh, komm. Triple. Ich glaub's nicht. Hält's noch Beste. So, nochmal hier in den Spawn rein. Und hier hin. Ist ja egal, wohin. Passt schon. Hier war doch gerade einer. Ist er abgefatzt, oder? Oh Mann, ich weiß auch nicht, warum ich solche Wörter benutze, ne? Aber pass auf, Leute. Eins kann ich noch. Warte. Ich will jetzt hier nochmal ganz gediegen den Schwarzi holen, weil der hat mich nämlich diese Runde sehr aufgeregt. Oh, da. Was bei ihm? Da ist der Schwarzi, oder? Nein, ah, er wird gereinigt. Und wir haben gewonnen. Ey, Leute, 27 zu 4, 6,75er KD beim ersten Versuch. Ich bin da gerade so stolz drauf, auch wenn die Gegner komplett kacke waren. Und hier habe ich da den einen noch weggeholt und der andere reinigt ihn. Und oh, war das schön, Mann. Und er stirbt sogar instant noch vor. Das war da wieder der Schwarzi, oder? Ich glaube schon. Aber Leute, haben wir weggeschwupst, die Gegner. Ey, mein Gott, Alter. Ich schreibe erstmal GG. Weil ich bin ja hier auf PC, ne, damit ihr es auch seht, hier mit Chat und so. Ach, Leute, das war eigentlich eine geile Runde. Und ich bin echt zufrieden damit, auch wenn es jetzt insgesamt, habe ich jetzt 22 Streaks erreicht. Ich, keine Ahnung, war doch alles gut so. In dem Sinne, Leute, war ein schönes Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ihr gerne heute Abend dann um 18 Uhr im Shop vorbeischaut. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt oder eine Bewertung, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr es gerade noch macht. Und kommentiert gerne, was von den Sachen, von den dreien hier euch am besten gefällt. Die Jogger, die Jacke oder der Hoodie. Und dann bin ich raus, Leute. War mir eine Ehre. Habt noch einen schönen Tag und haut rein und bis zum nächsten Mal.